Ihr habt ja als Fußballabteilungsleitung jetzt eine gewisse Zielvorstellung vorausgegeben, für die Zukunft auch mal in der Bezirksliga wieder zu spielen. Man konnte es ja diversen Presseberichten entnehmen, das hatte ich ja schon vorher im Gespräch mit dem Thomas Andexinger geklärt, dass die Gebrüder Gelg, die ehemals beim TSV Schwaben Augsburg waren, als neue Spielertrainer-Duo kommen, beide Bayernliga bzw. Landesliga erfahren. Wie ist denn das zu dieser Verpflichtung gekommen? Also wie wurde das eingefädelt und seit wann war denn dann definitiv die Entscheidung, dass beide kommen? Also es war so, dass wir schon seit längerer Zeit mit dem Dennis Gilg in Verbindung waren, speziell schon voriges Jahr. Wir haben dann im November vorigen Jahres ein längeres Gespräch gehabt, wo als Ergebnis dann kam, dass er noch ein Jahr bei Schwaben bleiben möchte, dass er das noch nicht machen will mit dem Spielertrainer. Wir haben das dann akzeptiert, das war im Dezember, wo die Entscheidung so gefallen ist, und haben dann über die Presse bzw. über Kontakte erfahren, dass die Gebrüder Gilg bei Schwaben mit sofortiger Wirkung aufgehört haben, haben dann am selben Tag sofort wieder den Kontakt hergestellt, haben dann in zwei sehr, sehr guten Gesprächen, zuerst mit dem Dennis und dann mit dem Patrick, relativ schnelle Einigung erzielt, und Dennis hat die Entscheidung dann davon abhängig gemacht, ob das sein Bruder mitkommt. Das Gespräch mit dem Dennis hat am Montag stattgefunden, am Mittwoch dann mit dem Patrick, oder Patrick hat am Mittwoch dann sofort ja gesagt, und ab dem Zeitpunkt, das war dann Anfang März, war eigentlich klar, dass die Sache in trockenen Tüchern ist. Jetzt wird es natürlich unsere fußballbegeisterten Anhänger interessieren, wie schaut es denn aus, wer ist der Cheftrainer, wer ist der Co-Trainer, wie läuft das ab, treffen beide gleiche Entscheidungen, wie ist das denn so gelaufen in den Gesprächen? Also Cheftrainer wird der Dennis sein und sein in Anführungszeichen untergeordneter Co-Trainer der Patrick. Den beiden wird an der Auslinie noch der Frank Martin zur Seite gestellt, nachdem ja beide spielen sollen und auch müssen und wollen. Brauchen wir natürlich auch draußen an der Linie noch einen Mann, und das wird der Frank Martin sein. Und die drei werden im Trio agieren, wobei ganz klar der Dennis der Chef. Wieder zu dir zurück. Der Günther hat mir jetzt ausführlich berichtet, wie es denn zu dieser spektakulären, kann man sagen, Verpflichtung gekommen ist und auch vielleicht sehr positiven Verpflichtung für den TSV in Stetten. Wird man denn bei solch namhaften Verpflichtungen schon als mögliche Aufstiegs- bzw. Titelaspirant in der neuen Saison gehandelt? Was sagen so die Kollegen im Umkreis von Augsburg? Also die Kollegen sagen noch gar nichts, weil wir bis jetzt noch nicht mal richtig in der Klasse geblieben sind. Wir müssen jetzt noch ein bisschen abwarten. Wir müssen, schätze ich, ganz sicher mal noch zwei Siege einfahren, um diese Klasse überhaupt mal zu erhalten. Und wenn wir das dann geschafft haben, und dann ist das wirklich ein Riesenverdienst vom Thomas Andexinger, dann können wir vielleicht weiterschauen. Bis jetzt brauchen wir da gar nichts beantworten, weil wir noch nicht mal die Klasse erhalten haben. Also wir müssen erst mal schauen, dass wir jetzt die zwei Siege oder vielleicht brauchen wir sogar drei Siege einfahren, und dann können wir uns ganz gerne nochmal unterhalten über das nächste Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir drinbleiben, meine ich ja, und sicherlich werden wir versuchen, nächstes Jahr ganz sicher weiter vorne mitzuspielen. Und schätze ich, wenn natürlich die anderen Trainer dann das auch sehen, was dann zu uns kommen sollte, wo ja auch schon fix ist, werden die uns bestimmt dann auch mal wieder ein bisschen höher einhandeln. Aber das haben sie, glaube ich, die letzten zwei Jahre auch gemacht, bloß wir haben das ihnen dann nicht so gezeigt, wie die das vielleicht ganz gern gesehen hätten. Ja. Also schauen wir mal, ja genau. Günther, Michael hat es ja angesprochen, erstmal die Klasse halten, dann weiterschauen mit den Gilg-Brüdern. Darf natürlich weiter gefragt werden, gibt es denn neben diesen beiden Neuverpflichtungen auch noch andere Namen, die beim TSV Hohenstetten derzeit im Gespräch sind? Und wenn ja, gibt es denn da schon definitive Zusagen? Also wir haben von Dennis und von Patrick schon relativ kurz nach der Zusage eine Liste mit möglichen Spielern bekommen, die, mit denen wir Kontakt aufnehmen sollten. Das haben wir auch gemacht. Die Liste ist zum Großteil schon abgearbeitet. Es ist im Moment so, dass definitiv zu den beiden Gigs dazukommt der Amberger von Eindling und der Wieder-Olli von Bergheim.
Und alle anderen sind noch ein bisschen in der Schwebe, darum möchte ich jetzt da nicht sagen, dass die definitiv da sind. Aber es sind noch zwei, drei heiße Kandidaten mit im Spiel, sodass wir dann insgesamt sagen, 6 bis 7 Neuzugänge werden wir nächste Saison haben. Diese 2 bis 3 heißen Kandidaten, sind es denn Spieler, die vermutlich da schon höherklassige Erfahrung gesammelt haben? So ist es. Dann möchten wir uns von Schwabensocker bei dir, Michael, bei dir, Günther, recht herzlich bedanken, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, um uns Einblick zu gewähren und zu sehen, wie es beim TSV Anstetten ausschaut, und wünschen euch in den verbleibenden Spielen noch alles Gute und hoffen, dass es mal wieder beim TSV Anstetten auch wieder sportlich nach oben geht.